Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Challenge. Auch wieder mit etwas besserer Performance. Ich hoffe auch für euch und mein Aufnahmeprogramm verkackt es nicht. Für mich ist es inzwischen tatsächlich eigentlich flüssig. Ich habe auch schon getestet, ob vielleicht die Facecam jetzt gehen würde, aber mit der ist die Performance leider trotzdem noch ein bisschen zu low. Also, in der letzten Folge haben wir uns diese Rude angeguckt, erneut einen Encounter nicht bekommen, sind religiös geworden, als wir Jesus Christ und den Messias getroffen haben. Ja, und jetzt sieht's aus, nach allem, was ich rausgefunden habe, werde ich kein Pokémon mehr bekommen, bevor die Arena ansteht. Was heißt, mein Kackviech wird noch mehr overpowern. Und dann hab ich noch weniger Chancen, was anderes zu fangen. Yay. Ich hab mir eigentlich eingebildet, man kriegt noch ein Pokémon davor geschenkt, muss ich sagen. Irgendwie von irgendeinem Typen hier dann auf der Route, aber... Mal im Ernst, ich frag mich halt echt, habe ich mir das eingebildet? Ja! Ich bekomme noch was geschenkt! Nein! Das kann's nicht! Als ob ich ein Volipuaba geschenkt bekomme! Als wenn, wie geil! Wie geil, ich bekomme einfach... Ich wusste, dass irgendwer hier noch was verschenkt. Falschinformationen habe ich da bekommen. Ich krieg einfach ein Volipuaba. Jawohl! Bursche geben es! Was war das? Wie nennen wir das Ding? Alter, das ist der gute alte Klassiker. Schade, das, was ich erst wollte, passt leider nicht. Ah, hätte so oder so nicht gepasst, weil es kein Ü gibt. Ich wollte es erst Düngemittel nennen. Dann muss Dünger halt reichen. Jawohl, Alter, ich hab ein Volipuaba geschenkt bekommen. RNG kickt! Level 10 Dünger! Das Eis-Pokémon! Moment! Nicht schlecht! Ja, okay, Trick Room ist nicht so gut. Die Werte hätte ich gerne nochmal. Hier unten, schlauer Mensch. Sehr defensiv, speziell verdammt schwach. Erhöht die Crit-Rate. Alter, wie nice! Wie nice! Ich bekomme einfach... Ich bin gerade so verdammt happy darüber. Ich bekomme einfach Dünger geschenkt. Das Zitat lasse ich jetzt einfach so stehen. Das Zitat lasse ich jetzt einfach so stehen, Alter. Wir müssen erst in die Trainerschule, weil der Arenaleiter sich da befindet. Und das wird jetzt lustig. Jetzt werden mir, soweit ich weiß, Grundlagen der Pokémon-Kämpfe erklärt, die ich nicht wissen will. Ach, stimmt. Und wir sind in Pokémon Schwarz und Weiß. Wenn Pokémon vergiftet ist, dann fallen seine Leben. Ja, der Arenaleiter war hier gerade noch. Vielleicht bist du an ihm vorbeigelaufen. Ah ja, außerdem. Oh, Überraschung. Jetzt mal im Ernst. In diesem Spiel, man kann keine 3 Meter laufen, ohne dass einer der Rivalen einen herausfordert. Oder der Messias, lel. Ich bin der neue Messias. Okay, im Normalfall wäre das jetzt Typennachteil für mich.
ist nur die Frage, okay, ja, jetzt ist die Performance nicht so toll im Moment im Kampf. Deswegen bin ich relativ froh, dass ich die Facecam weggelassen habe. Und das Dünger ist trotzdem höher als die Gegner. Hier, Wassertyp Lava Plume ist, glaube ich, ziemlich stark. Dann noch der Burn. Das Ding hat, ja, es hieß ja, der Kampf ist zum Item. Thunderbolt. Yo, das Ding gönnt sich aber mal ganz doll im Viereck, meine Freunde. Ja, er wird von... Ja, schön, dass du mir das erklärst. Und jetzt halt die Fresse, ich mach dich kaputt. Gyro Ball. Schneller bin ich ja offensichtlich. Alter, und das macht trotzdem gar nichts. Aber weißt du, was auch gar nichts macht? Genau, dein Donnerblitz. Und der Burn zieht genauso wie der nächste Gyro Ball. Und damit ist das erste Pokémon vermutlich raus. Jawohl. Gyro Ball ist offensichtlich nicht stark, genauso wie Clamp. Das könnten zwei gute Attacken sein, falls ich auch endlich mal einen neuen Encounter haben will. Und nicht nur ein geschenktes Mon. Aber als ob ich so ein Glück habe mit den Pokémon. Jetzt mal im Ernst, stellt euch vor, ich hätte auf der ersten Route meinen Encounter noch gefangen. Dann hätte ich jetzt fucking Arctos, Rabigator und Follipurba im Team. Das wäre OP. Hat das Ding auch wieder ein Item oder am besten kommt es nicht dazu, es einzusetzen, wenn es eins hat? Ja, schade. Was ist das? Das sieht aus wie Feuerkacke. Sieht aus wie eine starke Feuerattacke. Oh, warte. Da war ja was mit gerandomizten Attackentypen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Hit tank, aber no risk, no fun. Nach dem Kampf kann ich... Das tötet?! Ich würde sagen, nach dem Kampf kann ich eh aus der Trainerschule und damit einfach ins Pokémon Center. Aber hey. Ja, hier in einem Bären. Woo. Ich freue mich an Backfisch. Ich weiß, was die können. Ich könnte jetzt noch mit jedem reden, aber die würden mir alle nur irgendeine Scheiße sagen, die ich nicht wissen will. Und jetzt steht da vor der Arena der Arenaleiter. So. Aber die Folge beginnt gut, Alter. Ich bin echt übel happy. Ich bekomme einfach so ein freaking Follipurba. Irgendwie geht die Performance gerade ein bisschen runter, aber verglichen mit Folge 1 ist es immer noch ein Genuss. Jetzt mal for real. Aua, außer gerade in der Sekunde. Ach so, ich wollte gerade mit dem reden, weil der sah irgendwie, als ich nur noch einen letzten Blick geworfen habe, als ich rein bin, aus wie Jesus Christ. Ich würde sagen, wir gehen dann tatsächlich mal in die... bin ich eigentlich... Kein Level-Up für Dünger gab's, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Arena. Ihr kennt die Challenge. Einmal drin, bin ich erst wieder raus, sobald die Arena geschafft oder verloren ist. Ja, ja, ich bin Arena leider. Ah ja, du willst die Arena rausfahren. Was war dein erstes Pokémon? Ah ja, genau, voll Serpifeu, ja, ja. Ist schwach gegen Feuertyp. Ich glaube, du musst dich vorbereiten, diesen Typ zu bekämpfen. Das Prinzip der Arena ist eigentlich echt ziemlich cool. Denn, das kann ich jetzt schon mal so sagen, es gibt an sich drei Arena-Leiter. Pflanze, Feuer und Wasser. Und man bekommt immer den Arena-Leiter, der gut gegen den eigenen Starter ist. Noch ein Grund, warum man sich das Pokémon hier auf der Route rechts gut gönnen kann, weil da bekommt man immer eins, das
das dagegen eben sehr effektiv ist. Bei mir ist jetzt eben alles komplett random, deswegen gilt das nicht. Das heißt zum Beispiel, der Arenaleiter wird nicht zwingend Feuer haben. Feuer wäre nur neutral gegen meinen Starter und sogar sehr effektiv gegen das, was ich jetzt bekommen habe. Wenn in der Form, wenn mein Pokémon einen normalen Typ hätte und mit dem Typ, den sie jetzt hat, naja, ich war drin. Ja, dann auf geht's. Erste Arena. Vorher gibt's doch so... ich wollte nicht rausgehen. Also das zählt jetzt natürlich nicht als, ja, Challenge verkackt. sag mal, hier gibt's in Schwarz und Weiß nicht viel drin oder gibt's da Highlight-Items? Moin, ich bin Kleider, ich bin hier Guide für die Arenen. Und ich krieg eine Flasche Wasser, yay. Hallo. Wir sind voll stolz. Ah ja, okay. Und was genau macht die hier? Ah, ist relativ einfach. Wir sehen hier Feuer. Was benutzt man dagegen wohl? Für jede falsche Antwort muss man Trainer bekämpfen, aber ich sag's so, ich bin overleveled genug. Obwohl, nee, muss man für falsche Antworten überhaupt Trainer... Ah, ich wollte gerade sagen, man kann die nicht skippen, die hier. Ich glaube, 3 Fragen gibt's. Ja. Erster Trainer in der Arena. Und zwar der gute alte... Ach, stimmt, das sind ja irgendwie Köche hier. Beziehungsweise Schauspieler. Hier, der muss ein Koch sein, der hat sogar einen Whopper. Alter, erstmal zu Maggis. Nee, warte, was? Jetzt habe ich euch alle verwirrt. Jawohl. Ich kann's nun mal. So. Wir haben Level 11 Gegner. Okay, dann weiß ich ja, was hier so auf mich zukommt. Ungefähr das Level, das mein Dünger hat. Und wie stark ist das? Nicht sehr effektiv. Aber gecrittet. Psybeam ist neutral. Ah, nee, warte. Ich gehe immer davon aus, dass die Attackentypen nicht random sind, ne? Alter, stimmt, ich sehe das. Also, ich habe mir das irgendwie nicht durchgelesen und nur von der Farbe gedacht, die Attacke wäre Typ Geist. Aber nee, Alter, das ist anscheinend. Ja, das ist ein Dragon-Type gewesen, das fucking Wooper. Und da ist ein Level-Up für Dünger. Die Sache ist nur, die Dünger ist das nächste Pokémon, bei dem wir nicht den Spaß haben werden, es zu entwickeln. Da es sich ebenfalls nicht mehr entwickeln kann. Also das ist so ein bisschen... Da muss man aber auch sagen, ich hatte bisher meine... all meine Pokémon, die ich bekommen konnte, das heißt auch Tropius und Arctos, hätten sich auch beide nicht entwickeln können. Ich hatte bisher... Nur wenn ich auf der ersten oder zweiten Route ein anderes Pokémon encountert hätte, dann hätte ich was zum Entwickeln haben können. Aber vielleicht kommen wir heute ja schon auf Route 3 und treffen nächsten Encounter. Dann könnte es was werden. Lazy Kimberley, ah ja. Ja! Leute, wodurch zeichnet sich die erste Arena aus? Vor allem... Ihr wisst ja sicher alle, was an Regigigas das ist, was es nicht komplett OP macht. Die Fähigkeit. Und jetzt hat's eine andere. Digga! Ah, stimmt. Ich weiß auch, warum die Attacke ja irgendwie so schwach ist. Die ist speziell und die andere physisch, ne? Das macht nichts! Käferbiss! Alter, dieses Regigigas könnte mich gut aussehen. Hä? Ah, stimmt, die gerandomisten Typen. Ja, wenn ich heile, bringt mir das nicht viel, ne? Wenn ich heile, bringt mir das nicht viel. Ich kann hoffen. Ich kann mal einmal hier gönnen. Ich hab ein paar Items, aber... Das wird mir nichts bringen, ist die Sache. Ich stehe hier vorm fucking Regigigas. Stampfer, Alter. Ja, die Sache ist,
Obwohl doch einen Hit dürfte ich überleben. Wie stark ist Clamp? Und ich bin schneller. Das macht auch nichts! Was ist denn das? Dieses Kack-Reggie-Gigas! Digga! Das Ding nimmt mich auseinander! Und ihr wisst das Problem. Sobald mir Dünger hier in diesem Kampf wegstirbt, darf ich ihn nicht mehr für die folgenden in dieser Arena benutzen. Ja, Junge, was ist denn? Ich werde ihn opfern müssen. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde ihn nicht mitnehmen können. Ich muss jetzt versuchen, noch irgendwie ein bisschen Damage zu dealen. Hoffen, dass er jetzt irgendwie verkackt. Was ist das? Oh Gott. Ja, ich glaube, das Ding ist leicht OP. Es senkt seinen Spezialangriff stark. Das Problem ist... Okay, nee, das, was es gerade benutzt hat, ist speziell. Das weiß ich, die Attacke hatte ich in Gen 7 auf Mon. Dass dann die tolle Fähigkeit hatte, dass Werte, wenn sie steigen, gesenkt werden und gesenkt werden, steigen. Dadurch war das Ding komplett overpowered. Apropos, was mache ich jetzt? Wo wir gerade von overpowered reden. Kackviech, du musst das schaffen. Warum kommt hier ein fucking Reggie-Gigas? Nein! Komm, auf dich macht das nicht so viel, oder? Auf dich macht das nicht so viel. Das macht nichts! Jawohl, es scheint irgendwie... Nee, gegen Eis war es sehr effektiv. Gegen normal Elektro nicht. Was könnte das für ein Typ sein? Gestein kann's nicht sein. Feuer kann's nicht sein. Hä? Was ist überhaupt sonst noch sehr effektiv? Kampf? Nee, Kampf wäre sogar sehr effektiv auf Kackviech wegen normal. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Aber beschweren will ich mich nicht. Ey, wenn der jetzt noch, wenn die jetzt noch, ich weiß, das ist nur eine Arena-Trainerin, aber wenn die jetzt noch irgendein Item ausgepackt hätte. Mann, wir haben Dünger verloren. Weil der zweite Arena-Trainer Reggie Gigas droppt. Ja. Und jetzt eben auch noch gefühlt 1 Million Erfahrungspunkte dafür. Damit Kackviech noch overpowered serviert. Miltank hat sie auch noch. Wäre mir lieber gewesen als Lied von dir. So. Nimm Shadow. Okay, Käfer ist nicht sehr effektiv. Wenn Käfer nicht sehr effektiv ist, was könnte es dann sein? Testen wir mal, wie effektiv Feuer ist. Auch nicht sehr effektiv, sage ich. Ah, ich glaube, das Ding ist vermutlich irgendein Gestein oder so. Gestein oder Feuer. Das ist jetzt, das entscheiden wir jetzt. Gestein oder Feuer, es ist... Es war Feuer. Es war ein Fire-Type, so. Ja, warum genau stehst du... Hier, das ist so ein Unterschied. Das macht diese Challenge so viel geiler als die letzte. Überlegt mal, wie oft haben wir in der letzten Challenge überhaupt... Ah, stimmt, ich habe ja mein Lucky Egg. Andererseits ist es ja nicht so, als wäre hier... Ich bin schon dumm. Als wäre irgendwie mein Dünger komplett underleveled. Aber auf jeden Fall nicht mehr verfügbar in dieser Arena. Ich glaube aber, es kommt nur noch, ja, nur noch Arena-Leiter, komm. Das schafft Kackviech auch alleine. Auch wenn es noch mehr overleveln heißt. Hier ist er.
Willkommen in der Stadion City Arena. Ich bin Chili, ich nutze Feuer-Pokémon. Ich bin Water-Type-Spezialist Crass Moinsen. Und ich bin Cillian Grasskeck. Also, wir sind drei, weil, hört zu, wir werden uns entscheiden, wer dich bekämpfen wird. Je nachdem, welchen Typ dein Starter-Pokémon hat. Ja. Und dein Starter war ein Gras-Typ. Ach nee, warte, das war ein Elektro-Rabi. Oh, nix für ungut. Naja, ich werde dich trotzdem bekämpfen. Ja, der hat Bock. Dann ab geht's. Erster Arena-Leiter dieser Challenge. Der gute alte Florentino ist am Start. Irgendwie finde ich, der Name passt halt sogar besser zu dem Typen. Und das ist traurig. Oh Gott, der benutzt so ein richtiges hässliches. Ich hätte gerade fast Kackviech gesagt, aber dann hätte ich mich nicht beschweren dürfen. Komm, 5 Level drüber, das kann ich holen, den Kampf. Außer er droppt ein Raging Egasmap. Okay, 2 Hits reichen. Nein! Nein, du Ehrenloser! Anstatt irgendwie mehr Damage zu machen, benutzt du die Runde, um mir mehr... Ich hab auch gedacht, ich wäre nur paralysiert. Aber nein. Ich hasse dich. Kackviech, wach auf! Digga, das macht jetzt Schwabbelzahnrad. Motherfuckers. Erhöhst Speed und Angriff erhöht. Der nächste Hit ist eh der Tod. Das ist die Sache. Ist das Typ Kampf? Ja, das macht nix. Okay, wenn er 5-mal hittet, wäre es ein bisschen... Also ein Crit. Ja, weil der so rein RNG'd, ist es jetzt schon so ein bisschen, aber... Jawohl, Kackviech ist wach. Raus! Raus mit die Viecher! Die Viecher ist raus! So. Kackviech, er overlevelt noch mehr. Nein! Nein! Okay, aber... Ruhig bleiben. Erstmal, was ist das für eine erste Arena? Was ist das für eine erste Arena? Gegen Regigigas und Arktos. Aber, wir wissen ja bereits, dank meines überaus... Jetzt mal im Ernst. Mein RNG in dieser Challenge bisher ist zwischen komplett overpowered mit Rabigator und Volipurba und komplett unlucky mit den Gegnern hier in dieser Arena, meinen Encountern. Es gibt nichts dazwischen. Es ist entweder komplett OP oder komplett scheiße. Was hatte ich letztes Mal auf Arktos benutzt? Ich überleg gerade. Ice Punch hatte ich noch gar nicht. Es muss eigentlich Wurtamer gewesen sein. Was auch? Das ist die Taktik, Leute. Seht ihr, das ist mein Glück. Oh Gott, war das viel. Das ist Taktik. Ich wusste auf der ersten Route, als ich das Arktos gesehen habe, schon. Ich muss jetzt rausfinden, was sehr effektiv darauf ist. Denn es wird das stärkste Pokémon des ersten Arena-Leiters sein. Kackviech will eine neue Attacke. Ich bezweifle, dass ich sie haben will, aber... Water-Type Slam... Macht halt... Sorry, schon gut Damage, aber das Moveset ist schon ziemlich gut. Also, wir haben den Arena-Leiter besiegt. Kackviech ist jetzt noch overlevelter.
Dünger hat leider nicht viel mitgenommen. Alter, du bist krass. Vor allem, Leute, das war der beste Feuer-Pokémon-Trainer, den ich je gesehen habe, mit Arktos als Main-Pokémon. Wir haben den ersten Orden. Arena-Orden sind der Beweis für deine Fähigkeiten. Jetzt werden dir auch getauschte Pokémon bis Level 20 werden auf dich gehorcht. Alter, ich bin wirklich froh, dass das... Okay, nicht so die gute TM. Also ich weiß, ein Dude in meiner Gegend, nenn ich's mal, also ein Bekannter, hat hier gezockt. Der hatte irgendwie Jirachi, Reshiram, all sowas im Team in der Nuzlocke-Challenge. Hat TM Aquahaubitze und Frostvolt gefunden, die Reshiram beide erlernen konnte. Das war leicht... Uff. Eine Psycho-Attacke ist es. Kann das überhaupt wer? Die Chance liegt bei 50%. Das Dünger könnte das. Andererseits, das ist physisch, ne? Ja. Dadurch sage ich einfach schon nein. Dafür sage ich schon nein. Wir haben schon mehrfach heute gesehen, physisch auf Vollipurba geht. Andersrum. Was laber ich? Natürlich geht das. Speziell war scheiße auf Vollipurba. Ich gebe die Attacke gleich noch. Hi, ich bin Fennel. Professor Jupiter hat mir gesagt, ich soll dir was geben. Aha. Du willst alle Pokémon aus Einal treffen, ne? Ja, ich hab schon die berühmtesten Einal-Pokémon getroffen. Arktos, Reggie, oh. Also mein Raum ist oben. Komplett random mal wieder. Also, wie ich gesagt habe, ich bin Fennel. Ich bin Wissenschaftlerin, denke ich mal. Also, das Thema, über das ich forsche, sind Trainer. Professor Jupiter ist College-Kollege. Sie hat mich gefragt, euch auszuhelfen. Also, hier, das ist eine VM, yay. Scheiße, VMs, Alter, ich hasse sie. Ich weiß, was VM ist. Es gibt Dreamyard hier. Ah ja, da kann ich mir einen Encounter holen. Das hatte ich zumindest so beschlossen, dass wenn ich ein Pokémon an einem Ort geschenkt kriege, kann ich trotzdem noch einen Encounter da holen. Ist ja auch nicht so, als würde ich eine Nuzlocke machen, wo das wirklich so wichtig ist, sowas zu bestimmen. Ich mache das auf jeden Fall so. Ich mache die Regel nicht, nehme hier auf. So, jetzt wird mal kurz hier mein Dünger wieder geheilt. Und ich würde sagen, um diesen nächsten Encounter und das, was da hinten in der Ecke, wo ich jetzt mit Zerschneider hin kann, abgeht, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ah, stimmt, ich hab übel Luck. Mir ist gerade eingefallen, dass ich angeschaltet habe, dass normalerweise jedes Pokémon jede VM erlernen kann. Deswegen ist es kein Problem, dass ich mir in dem Spiel hier einfach einen einzelnen VM-Sklaven fangen, die er kann dann alle VMs, von denen ich will, dass er sie kann. Okay, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich habe bis dahin vermutlich Bone Club auf Dünger, einen VM-Sklaven und wir machen den nächsten Encounter. Bis dann, ciao.